Ihr wolltet gern Steaks aus dem Airfryer? Bitteschön. Okay, Steaks aus dem Airfryer sind im Prinzip super einfach. Ich habe hier jetzt zwei Stück. Das ist ein Rumpsteak und ein Encontre. Das heißt, ihr fangt immer erstmal an und macht das Ganze etwas mit Küchenpapier trocken. So. Dann ganz einfaches Seasoning drauf. Ich benutze halt mein rosa Salz, was ich immer benutze, weil es einfach die besten Werte hat. Und weil Meersalz mittlerweile einfach das Problem hat, dass zu viel Mikroplastik drauf ist. So, einmal von beiden Seiten schön salzen. So. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, auch noch natürlich vorher Öl drauf machen. Das mache ich nicht, weil ich mich Carnivore ernähre und da halt Öl für mich raus ist. Und im Prinzip dann noch ein bisschen Pfeffer drüber. Auch das müsst ihr überlegen, ob ihr das in der Carnivoren-Ernährung wollt oder nicht. Ich persönlich gönne mir das bei so leckerem Fleisch. So, das fällt schon von alleine auseinander. Das ist ein gutes Zeichen. Gut, das ist im Prinzip auch schon alles. Dann einfach beide in den Airfryer legen. Wieder einstecken. So, rein damit. Dann anmachen. Und das Ganze macht ihr auf 200 Grad. Bei 12 Minuten. Hier kommt es sehr stark darauf an, wie gut oder wie schlecht oder wie euer Airfryer arbeitet. Ich habe auch verschiedene, das sind verschiedene Zeiten und je nachdem, wie ihr euer Steak wollt. Wir beginnen mal mit 12 Minuten. Gut, bei der Hälfte der Zeit einmal stoppen und drehen. Und weiter geht's. Wenn es abgelaufen ist, einfach rausholen. Und dann könnt ihr schauen, ob es den Grad hat, oh, das lässt sich aber weich schneiden, den ihr gerne hättet. Für mich ist es genau richtig. Dann guten Appetit!